Felix Wankel, eine Kurzversion, der Kreiskolbenmotor, Deutschland Geniesforscher Erfinder. Hallo, liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen. Ich stelle mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die alphabetische Übersicht. Dieses Kapitel bringt nur eine kurze Version über Felix Wankel und den Kreiskolbenmotor. Eine ausführliche Version und damit eine Würdigung könnte zukünftig erst dann erfolgen, wenn die historische Forschung ihn stärker entlasten sollte. Felix Wankel zu seiner Biografie. Felix Heinrich Wankel wurde am 13. August 1902 in Lahr am Schwarzwald geboren und starb am 9. Oktober 1988 in Heidelberg mit 86 Jahren. Ich stelle eine ausführliche Biografie von Felix Wankel zunächst zurück. Ich kannte Felix Wankel zunächst nur als einen kreativen deutschen Ingenieur, der das verblüffende, neuartige Kreiskolbenprinzip erfunden hat. Bei näherem Studium musste ich feststellen, dass er dem Nationalsozialismus bereits ab 1922 und auch später zeitweise eng verbunden war. Wankel war anfangs überzeugt vom Nationalsozialismus, hatte später allerdings immer wieder erhebliche Differenzen mit der Partei und wurde 1933 sogar kurz inhaftiert. Er kooperierte aber auch danach wieder mit den staatlichen Stellen und wurde für seine Erfindungen gefördert. Felix Wankel hat persönlich, soweit das bisher bekannt ist, keine Schuld auf sich geladen. Daher könnte seine Person vielleicht doch als Vorbild dienen. Spätere kritische Distanzierungen von ihm sind mir aber leider auch nicht bekannt. Weitere historische Forschungen zur Beurteilung seiner Person sind meines Erachtens erforderlich. Überheblichkeit durch uns Nachgeborene ist sicher nicht angebracht. Felix Wankel nun zu seinem Werk. Die herkömmlichen Verbrennungsmotoren waren Hubkolbenmotoren, die von genialen Ingenieuren und Technikern wie Karl Benz, Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach, Nikolaus Otto oder Rudolf Diesel erfunden und verbessert wurden. Ich habe alle in eigenen Kapiteln in meinem Kanal auf YouTube vorgestellt. Dort finden sich auch Würdigungen anderer Autoren. Der Kreiskolbenmotor oder Rotationskolbenmotor ist innovativ und interessant. Hier eine Animation des Wankel-Zyklus, also die Arbeitsweise eines Kreiskolbenmotors. Ein dreieckiger Läufer dreht sich in einem doppelbogigen Gehäuse und berührt dabei ständig die Gehäusewand. Auch dieser Motor arbeitet nach einem Viertaktprinzip. Diese neue Art eines Verbrennungsmotors, hier als Schnittbild, hat gewisse Vorteile. Sie wirft aber auch immer wieder neue, bisher noch stets gelöste Probleme in Abdichtung, Schmierung, Steuerung und Haltbarkeit auf. Der Kraftstoffverbrauch ist hoch. Wankelmotoren werden außer in Automobilen auch in der Luftfahrt genutzt, für Flugzeuge und Drohnen. Bisher haben sich die Motoren aber noch nicht in wirklich großen Zahlen durchgesetzt. Felix Wankel baute die Motoren bei NSU, hier der bekannte Roh 80 im Bild, und Daimler-Benz, aber auch im Ausland in Lizenz bei General Motors und Toyota, sowie bei Mazda. Hier beginnen zurzeit vielversprechende neue Entwicklungen. Der kinderlose Wankel verkaufte seine Firmenanteile im Alter für hohe Beträge und legte diese in einer Stiftung an. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Wenn Ihnen die Vorträge gefallen, dann klicken Sie gerne auf den Button Abonnement. Sie werden damit automatisch über Neuerscheinungen informiert.